Die Eppelheimer Straße 38-2 ist ein neuer Ort der Integration von Menschen auf der Flucht. Denn hier ist aktuell ein neues Sprachkurszentrum der Volkshochschule Heidelberg an den Start gegangen. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckhard Würzner, Sozialbürgermeister Dr. Joachim Gerner, die Leiterin des Amts für Soziales und Senioren Angelika Haas-Scheuermann und die Leiterin der Volkshochschule Heidelbergs Silke Reck präsentierten Einzelheiten des neuen Sprachkurszentrums, das durch die großzügige Spende von Wolfgang Magier realisiert wurde. Die Bürofläche des von der Stadt Heidelberg angemieteten Standortes ist 420 Quadratmeter groß und hat 5 Räume, die zwischen 20 und 70 Quadratmeter groß sind. Hier werden pro Semester 10 Sprachkurse für Flüchtlinge stattfinden. Ja, ich freue mich, dass wir neben dem aus meiner Sicht schon hervorragenden Sprachangebot für Menschen auf der Flucht hier in Heidelberg jetzt durch eine Spende von Wolfgang Magier auch in der Lage sind, noch wesentlich mehr anzubieten. Sie müssen wissen, dass man im Grunde als Flüchtling in den ersten Monaten noch überhaupt gar keine Förderung bekommt zur Sprachförderung, während man durch diese Förderung jetzt auch die Möglichkeiten hat, vom ersten Tag an schon in die Sprachförderung zu kommen. Das ist ein unglaublich wichtiger Beitrag zur Sprachkompetenzerwerbung in Deutschland und natürlich auch in Heidelberg. Wie wichtig der rasche Erwerb der Sprache ist, bestätigt VHS-Leiterin Silke Reck mit einem gelungenen Beispiel einer Kursteilnehmerin. Ja, wie wichtig es ist, dass Menschen vor Ort in Heidelberg ganz schnell nach ihrer Ankunft schon dazu kommen, Deutsch zu lernen und an der Stelle gefördert zu werden, haben wir heute in der Pressekonferenz gesehen. Die Teilnehmerin, die wir aus einem unserer Deutschkurse ausgesucht haben, kann nach einem Jahr fließend Deutsch sprechen, befindet sich in einem normalen Integrationskurs und wir wissen bereits, wie die weitere Laufbahn aussehen wird, das heißt, wie wir sie im Weiteren auch ausbilden können. Und das ist ein gelungenes Beispiel für Deutscherwerb, Aufbau der Deutschkompetenz und Integration letzten Endes.